Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal einen Quarkkuchen backen mit Heidelbeeren und dazu habe ich Folgendes vorbereitet. Zuerst für den Boden machen wir die Streusel und da kommt die Hälfte der Streusel auf den Boden und anschließend die andere Hälfte kommt oben auf den Kuchen. Die Streusel bestehen aus 100 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker und einen halben Teelöffel Zimtpulver. Anschließend verrühren wir den Teig etwas krümelig und die Hälfte der Streusel geben wir in die Springform als Boden und drücken es fest an. Die Hälfte der Streusel geben wir nun als Boden in die Springform und drücken etwas fest an. Die Springform haben wir vorher mit dem Backpapier abgedichtet. Für den Hauptteig benötigen wir 3 Eier, 2 Päckchen Vanillezucker, 500 Gramm Quark, 75 Gramm Zucker, 200 Gramm Frischkäse, 350 Gramm Brombeeren oder Heidelbeeren. Und dazu noch 2 Teelöffel Speisestärke. Danach trennen wir die Eier, das Eigelb vom Eiweiß und schlagen das Eiweiß zu Eischnee und stellen es beiseite. Anschließend verrühren wir die restlichen Zutaten zu einem glatten Teig, außer die Früchte, in diesem Fall Heidelbeeren. Den Teig verrühren wir und danach unterheben wir die Heidelbeeren und das Eiweiß, den Eischnee. Nachdem wir den Hauptteig verrührt haben, unterheben wir vorsichtig den Eischnee und die Früchte. Ich nehme dazu die Maschine und lasse langsam mit dem Knethaken durchlaufen. Anschließend füllen wir den Teig in die Springform ein und geben die Streusel obendrauf. Den Backofen können wir vorheizen bei 200 Grad Celsius. Danach geben wir den Hauptteig in die Springform und fügen die Streusel obendrauf. Und da wollen wir den Kuchen backen, 200 Grad Celsius, eine Stunde lang. Und nach dieser Stunde schauen wir, ob der Kuchen fertig ist. Besser ist, wenn man den Kuchen nicht in der Mitte backt, sondern etwas weiter unten im Backofen, dann wird er nicht dunkel oben. Und zum Schluss die Streusel drauf.
Dann ab in den Backofen bei 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Nach einer Stunde schauen wir, ob er fertig ist. Dann wünsche ich viel Erfolg und einen guten Appetit.